Auf der Streaming-Plattform Twitch geht es für die User jetzt ums blanke Überleben, denn das Twitch-Copyright-Blutbad hat begonnen. Moment. Nur Copyright? Ist Blutbad dann nicht ein bisschen überdramatisch? Übertreibt der Typ immer so? Nein! Jemand hat die Schokoriegel massakriert! Verrat! Aber die Situation ist für Streamer tatsächlich echt ernst. Alle VODs und alle Clips habe ich gelöscht aus meiner gesamten Streaming-Laufzeit. Also ein Stück Geschichte habe ich im Grunde gelöscht. Und alle so... Wer hinter dieser Löschaktion steckt, was Musik damit zu tun hat und wie kläglich Twitch seine User hängen lässt, jetzt. Sie macht Musik auf Twitch. Aus. Das ist alles, was sie hört. Sie macht Musik auf aus. Aus, 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 aus! Streamer, der Lobbyverband der LED-Industrie. Aber so richtig gut geht's denen gerade nicht. Denn die größte Streaming-Plattform Twitch löscht tausende Videos. Twitch räumt quasi auf, indem sie alles unters Bett kehren und das Bett dann anzünden, während noch jemand drin schläft. Hintergrund. Mit Corona stiegen auch die Streaming-Zahlen. Und die Musikindustrie hat sich gedacht, da war doch was. Richtig, Urheberrecht. In den USA regelt das DMCA-Gesetz diese Verstöße. Und das gilt eben auch für Twitch-Streamer. Der DMCA wirft den Streamern also grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes vor. Das Problem. Streamer haben schon immer urheberrechtlich geschützte Musik verwendet. Obwohl das schon immer verboten war. Und Twitch war das egal. Aber jetzt plötzlich macht die Musikindustrie ordentlich Druck und die Streamer müssen es ausbaden. The DMCA has been this iron fist that goes into the ass of anyone that uses the internet. Every Twitch streamer is facing the DMCA firing squad right now. Streamer vor dem Erschießungskommando? Nur noch eine Frage der Zeit, bis sich der erste Streamer mit Sophie Scholl vergleicht. Vor allem für die kleinen Streamer ist diese pauschale Löschaktion ein Problem. Denn es geht nicht nur um Hintergrundgedudel, sondern auch um Soundtracks von Spielen in Let's Plays. Die kann man schwer weglassen. Und es trifft auch die ganz Großen, wie Montana Black. Hier zu sehen, wie er erklärt, warum Süßstoff süß, aber Sauerstoff nicht sauer macht. Der hat vorsichtshalber seine gespeicherten Streams runtergenommen, denn die Gefahr ist zu groß, dass ich auf Twitch wegen Musik gebannt werde. Sehr, sehr schade. Gefällt mir überhaupt nicht. Tja, es werden nämlich nicht nur einzelne Inhalte gelöscht, sondern auch Verwarnungen erteilt. Und bei 3 Verstößen wird der Account gesperrt. Solange es keine gute Lösung gibt, müssen sich die Streamer eben was anderes einfallen lassen. Alle meine Songs, alle Knossi-Lieder, King Knossi Records sind freigegeben für euch alle. Es wird keinen Filter geben von irgendeinem Label, der einen Copyright-Strike euch wegen einem meiner Songs reinhaut. Na, Gott sei Dank, denn da geht's um sowas hier. Scheißflosse, Drecksflosse, Alge, 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 Alge. Und wenn ich Typen sehen will, die über Unterwasserpflanzen herziehen, hole ich mir einfach das neue Mixtape von der Unterwasser-Clownfisch-Bande. Und es wird noch verrückter. Und zwar beim Streamer und Gitarrist Herman Lee, hier nicht zu sehen. Er wurde zwischenzeitlich sogar gelöscht, vermutlich, weil er seine eigene Musik spielte. Das hat ihm natürlich gestunken und versichert, bei seiner Musik wird das nicht nochmal passieren. Für niemanden. No one's gonna get DMCA. Screw that shit. Richtig, denn niemand will DMCA, sondern... Für viele scheint der letzte Ausweg, Streams einfach selber vertonen. Whoa, don't shoot. Get down. Ein Spaß für die ganze Familie. Aber viele verurteilen Twitch jetzt für deren kläglichen Umgang mit dem Thema. Denn die Plattform löscht einfach Inhalte und informiert die Nutzer darüber, dass noch mehr ihrer Inhalte Rechte verletzen könnten. Ohne aber zu sagen, welche. Ihre Lösung für den DMCA ist es, das Lebenswerk der Creators zu löschen. Das ist grob fahrlässig. Ja,
Sind Twitch denn seine User egal? Und überhaupt, was wäre denn, wenn jeder einfach Sachen entfernen würde, ohne Bescheid zu sagen? So, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, also ich habe seit ein paar Tagen echt krasse Schmerzen in der Brust. Ah, ja, könnte daran liegen, dass wir Ihnen letzte Woche einen Lungenflügel entfernt haben. Was? Aber Sie haben ja doch im Sommer schon einen entfernt. Ups, ja, stimmt. Dann sollten Sie eigentlich gar nicht mehr am Leben sein. Naja, der Nächste bitte. Überhaupt habe Twitch das Problem mit den Lizenzen für Musik jahrelang ignoriert, sagen Streamer. Ja, sogar der Amazon-Chef Jeff Bezos ist sprachlos und der hat Twitch gekauft. My understanding is that Twitch allows users to stream music but does not license the music, is that correct? I'm gonna have to ask that I could get back to your office with an answer to that question. I don't know. Das ist juristisch und heißt so viel wie ich gehe mal eben kurz Zigaretten holen. Dabei könnte Twitch seine Streamer ganz einfach unterstützen, nämlich mit ähnlichen Lizenzvereinbarungen, wie es sie schon mit YouTube oder Instagram gibt. Da bekommen die Musiker nämlich was, wenn ihr Song gespielt wird. Mit Twitch gibt es so eine Vereinbarung aber nicht. Auch der Chef des größten US-Musikverbandes versteht das nicht. Er habe keine Ahnung, wieso Amazon, das seinen eigenen Musikstreaming-Dienst hat, Künstler auf dieser Plattform bezahlt, aber Twitch das nicht tut, hat er gegenüber CNN gesagt. Ganz untätig war Twitch nicht. Seit Ende Oktober gibt's Twitch Soundtrack mit Musik, die Creators umsonst in ihren Streams nutzen können. War aber jetzt kein Knaller in der Community. Twitch Soundtrack is the sort of stopgap method that Twitch is trying to use to emergency break. DMCA is actually an issue that we need to pay attention to. Na, klingt nach Scheiße, da bleibe ich lieber beim Jamba-Spar-Abo. Viele Streamer sind so verzweifelt, die sehen nur noch einen letzten Ausweg. Back to YouTube. Da ich die Archivfunktion bei Twitch wegen DMCA erstmal abschalten musste, lade ich ab sofort neue Streams bestmöglich wieder auf den GronkhTV-Channel auf YouTube. Tja, schon blöd, wenn man keine eigene Mediathek hat. Die nicht so richtig gut funktioniert. Aber egal, klar. Sobald man auf einer professionellen Plattform unterwegs ist, dann muss man sich auch mit dem Rechte-Scheiß auseinandersetzen. Ist nervig, wie das Wort Rechte-Scheiß sagt, aber muss halt sein. Schäbig finde ich allerdings, Twitch lässt die eigenen Streamer allein. Die sind praktisch die Opfer von dem kindischen Verhalten Twitchs der Musikindustrie gegenüber. Was meint ihr? Seid ihr auf der Seite von Twitch oder denkt ihr euch? Screw that shit. Verrat an der Glocke! Denn die verrät euch, wann das neue Video kommt. Abonnieren, auch nicht falsch. Und hier ist noch ein Video von Worldwide Wohnzimmer, unsere lieben Showpartner. Da stellen sie euch die 5 epischsten Streamer vor. Oh, Schokoriegel. Ja, so einfach ist es. Abonnieren, Glocke drücken, Worldwide Wohnzimmer, Schokoriegel. Ne? Das ist einfach.